Und damit herzlich willkommen zu Pokémon Karmesin. Und wir begeben uns zur Akademie. Und hier sind wir. Oh, kleines Anton. Willkommen bei der Orangenakademie, Michael. Das hier ist die Eingangshalle. Dort am Empfang kannst du dich für die verschiedensten Kurse anmelden. Außerdem gelangt man von hier aus zu allen möglichen Einrichtungen innerhalb des Geländes. Die Eingangshalle ist so groß, dass man hier problemlos Pokémon-Kämpfe bestreiten könnte. Findest du nicht auch? Aber leider ist das laut Schulordnung verboten. Okay. Oh, Michael und Nemila. Wie war eure Reise zur Akademie? Es war der Wahnsinn! Der Dank dafür gebührt wohl Nemila. Unsere Akademie kann sehr stolz auf sie sein. Nun, von unserer Schulsprecherin mit dem Chime-Rang hatte ich auch nichts anderes erwartet. Danke, dass du unseren Neuzugang herumführst, Nemila. Kein Problem, immerhin sind wir doch Freundinnen, stimmt's, Maike? Oh, da fällt mir was ein. Wir sind Mitgliedern von Team Star begegnet. Wahrhaftig, wo ist das gewesen? Habt ihr die Vögel oben rechts gesehen, einfach weg? Am unteren Ende der Stufen vom Eingangstor. Sie haben ein Mädchen mit einem Evoli-Rucksack in die Enge getrieben. Das sind alarmierende Neuigkeiten. Sind sie immer noch da? Nein, Maike hat sie ordentlich gezeigt und sie verjagt. Ach, interessant. Interesting. Es ist gut, anderen zu helfen, aber vielleicht solltest du es zum Schulanfang erst einmal langsam angehen lassen, Maike. Nemila, denk bitte auch daran, in solchen Fällen auf der Stelle einem Lehrer Bescheid zu sagen. Ja, verstanden. Ein Mädchen mit einem Evoli-Rucksack, meintest du? Das wird wohl Cosima sein. Es ist schön zu hören, dass sie zum Unterricht kommt. Ach, eine Sache noch, Nemila. Wärst du so gut, Senior Jim von eurer Begegnung mit Team Star zu berichten? Er ist schließlich euer Klassenlehrer. Wird gemacht, Direktor Klebe. Oh, ich merke gerade, dass der Unterricht bald beginnt. Ihr zwei solltet euch auch geschwind zu eurem Klassenzimmer begeben. Komm, Mike, ich zeig dir den Weg. Unsere Klasse ist die 1A. Wortwörtlich oder ist 1A Spitze? Zurück in der ersten Klasse. Junge. 5 FPS. Guten Morgen, Senior Jim. Guten Morgen alle miteinander. Heute gibt es aufregende Neuigkeiten. Na, neugierig? Na klar, und wie? Entschuldigt die späte Ankündigung, aber ab heute haben wir einen Neuzugang in der Klasse. Was soll das für jemand sein? Du kannst reinkommen, nur keine Scheu. Okay, hi. Was ist so nett, dich vorzustellen? Ja, hi. Ich bin Maike und so. Ich hab Pokémon. Gut auf sein. Du hast offenbar das Interesse der ganzen Klasse geweckt, Maike. Hat denn jemand eine Frage an eure neue Klassenkameradin? Ich darf es. Maike, was magst du an Pokémon? Einfach alles. Wirklich? Ich auch. Na, hat noch jemand eine Frage? Ja, ich bitte. Du hast dich ja dazu entschlossen, an unsere Akademie zu kommen. Also, was ist dein Ziel für die Zukunft? Pokédex, I guess? Ich versuche ihn mal zu machen. Ach, du sammelst gerne Pokémon. Gut, dass ich dir die Pokédex-App eingerichtet habe. Danke, dass du uns ein bisschen was über dich verraten hast, Maike. Ich bin Jim, der Biologie-Lehrer der Akademie und außerdem dein Klassenlehrer. Dein Platz ist dort in der zweiten Reihe. Also dann, ich hoffe, ihr kommt alle gut miteinander aus und lernt fleißig zusammen. Ja, Senior Jim! Du kannst jetzt frei die Akademie erkunden. Ah, das ist aber nett. Ah, meine Nachbarin. Willkommen an der Akademie. Okay. Hallo Neuling, freut mich. Ich hab Senior Jim mal versehentlich mit Mama angesprochen. Warum? Was? Du redest mit mir? Ich werd schon ganz nervös. Okay. Warum ist das so komisch, wenn ich mit Menschen rede? Was ist das denn mir? Die wurde vorhin ins Lehrerzimmer gerufen. What? Was hat sie getan? Danke, dass du vorhin so nett meine Frage beantwortet hast.
Ach, kein Problem, Kleiner. Kein Problem. Boah, ist aber echt komisch, jetzt sich rumzubewegen, ne? Kannst du jetzt innerhalb der Akademie bewegen? Orte, an denen auf der Karte Personen zu sehen sind, könnten etwas Interessantes für dich bereithalten. Such dir dein erstes Ziel aus und fang an zu erkunden. Aha. Boah, riesige Map hier. Die nette Dame, die in der Mensa arbeitet, kocht jeden Tag leckere, nahrhafte Sachen. Okay, dann gehen wir dahin. Können wir es nicht frei erkunden, wenn wir einfach hin und her geportet. Weiß nicht, was ich davon halten soll, aber ich schätze, das macht es übersichtlicher. Oh, Zoroa gibt im Spiel. Hallo. Schön in den Tisch reinpacken. Nice. Na, so alte Fleisch genäht. Was soll's denn sein? Oh, ich habe nicht so viel Geld, ne? Deshalb habe ich jetzt keine Lust. Aber ich guck mal, was es hier so gibt, ne? Wenn Rosa mit einer Mikrowelle eindreht, wird es zu einem Hitzerotom. Sein Typ ändert sich dann auch. Mhm. Angeblich gibt es Pokémon, die sich als Obst tarnen können. Ja. Es ist nicht nur angeblich, es ist die Wahrheit. It's the truth. Und schau mal, wen wir hier haben. Pepper. Oh, so trifft man sich wieder. Weißt du noch, wer ich bin? Der vom Leuchtturm. Ganz genau, dein Erinnerungsvermögen kann sich sehen lassen. Du brauchst dich nicht vorzustellen, ich weiß doch schon, wer du bist. Die ganze Akademie redet über dich, weil du zusammen mit der Schulsprecherin hier aufgekreuzt bist. Normalerweise setze ich keinen Fuß in der Akademie, aber ich habe extra eine Ausnahme gemacht, um dich kleine Berühmtheit zu treffen. Ich hatte da nämlich eine Bitte. Könntest du mir deine Stärke leihen, um meine Träume Wirklichkeit werden zu lassen? Wovon redest du? Da habe ich dich neugierig gemacht, was? Das wird jetzt vielleicht etwas überraschend, aber ich liebe Picknicks und in der Küche stelle ich mich auch nicht schlecht an. Ich recherchiere im Moment Gerichte, die Pokémon wieder gesund machen. Letztens habe ich in einem Buch ein Kapitel über Gewürze gelesen, die einen ganz flott fit machen sollen, wenn man sie sich zu sich nimmt. Sie werden Geheimgewürze genannt. Von diesen Geheimgewürzen soll es insgesamt 5 verschiedene Arten geben. Man braucht nur an dem Gewürzpulver zu lecken und schwupp, der Körper enthält Nährstoffe. Der Kreislauf kommt in Schwung. Der Alterungsprozess wird verlangsamt und das Immunsystem wird gestärkt. Hört sich doch gut an. Angeblich soll es diese Gewürze nur hier in Paldea geben und sie sind super selten. Aber die Geheimgewürze werden wohl von sogenannten Herrscher-Pokémon bewacht. Deshalb kommt man sie nicht so leicht in die Finger. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Herrscher-Pokémon ungefähr so aussehen. Aha. Die Monster von Zone 0. Sonderbare Pokémon bevölkern Zone 0. Wir stiegen tiefer hinab und erblickten riesige Wesen von großer Brutalität, die kaum Pokémon ähnelten. Jedoch mussten wir von vorerst zurückziehen, da ein Mitglied des Trupps bei einem Angriff dieser Kreaturen schwere Verletzungen erlitten hatte. Sieht cool aus, das Ding. Durch Zufall gelang einem Mitglied des Observationstrupps dieses Foto. Zwar ähnelt die Kreatur entfernt dem Pokémon Donphan, doch der enormen Körpergröße sowie der Form des Rückens nachzuurteilen, muss es sich hierbei um eine separate Spezies handeln. Die Stoßzähne sind vom gewaltigen Ausmaß. Cool. Also ein Buch gab. Ich würde ja die Gewürze gerne selber beschaffen, aber die Pokémon-Kämpfe sind nicht so meine Stärke, so weißt du? Hast ja gemerkt, ich habe nur ein Eichhörnchen, mehr habe ich nicht. Freunde mit starken Pokémon habe ich auch keine. Und die Schulsprecherin will ich nicht um Hilfe bitten, das wäre peinlich. Aber bei mir wäre es mir nicht peinlich, deshalb wollte ich dich halt fragen. Okay, ich bin mal so nett. Halt, Moment, du musst mir nicht jetzt sofort antworten. Lass mich einfach nochmal die Orte auf deiner Karte markieren. Wo sich die Herrscher-Pokémon auftreiben. Auf mein Pocket. Kling. 5 Orte. Drachentäuschung, bebenden Erde, weiten Himmels, verborgenen Stalls und Steinklippe. Also ihr seht schon, die Map ist riesig. Der Pfad der Legenden. Neue Quest, die wir geöffnet haben hiermit. Machen wir einfach, wenn wir an den Orten vorbeikommen. Dann mache ich das dann nebenbei. Aber ich fokussiere mich jetzt nicht darauf. Die genauen Details erzähle ich jetzt später. Aber hier, das kriegst du als Blend. Dankeschön, dass du mir zugehört hast. Sternstaub, kann man verkaufen. Also dann, denk schon mal drüber nach. Okay. Interesting. Oh, die wollen noch reden hier. Sandwiches, die man zubereitet, schmecken noch besser, wenn man sie auch gemeinsam isst. Okay. Sandwiches schmecken auch mit Früchten lecker. Ich
Ich will jetzt schon Nachschlag haben. Wenn man isst, bekommt man Esskräfte. Ob sich dadurch auch meine Noten verbessern? Schön wär's auf jeden Fall. Was? Bring, bring. Bring. Fucking ring, ring. Wer ruft denn an? Michael? Du hältst diesen Anruf, weil ich dein Handy gehackt habe. Was? Nee, ich dachte, das wäre sie. Nee, es ist jemand anderes. Michael, du erhältst diesen Anruf, weil ich dein Handy gehackt habe. Gehackt? Aber ich hab doch NordVPN, der Sponsor von... Nein, okay, Spaß. Das heißt, dass ich vorübergehend die Kontrolle über dein Telefon übernommen habe. Mein Name ist Cassiopeia. Ich weiß, wer du bist, eine Pokémon-Trainerin mit viel Potenzial. Dieses Potenzial habe ich erkannt und möchte dich daher um etwas bitten. Michael, du kennst doch sicher Team Star? Ja. Ich liebe dieses Pokédex-Design. Dann ist die Sache schnell erklärt. Team Star wurde von Schülern der Akademie gegründet, die auf die schiefe Bahn geraten sind. Sie verbreiten Unruhe in der Akademie und machen nichts als Ärger. Dieses Verhalten kann ich nicht weiter dulden. Mein Ziel ist es, Team Star aufzulösen und in Sternenstaub zu verwandeln, für etwas Geld. Der Name dieses Unterfangs lautet Operation Stardust. Für diesen Plan benötige ich Verbündete. Denkst du nicht auch, dass du die Richtige dafür wärst? Klar. Du musst dich jetzt noch nicht entscheiden. Mehr Informationen erhältst du später. Das war vorerst alles. Bis zum nächsten Mal. Ich wurde einfach gehackt! Leute! Oh mein Gott! Oh, hi. Ah, Michael. Bitte achte darauf, etwas leise zu sprechen, wenn du in der Akademie einen Anruf entgegennimmst. Oh, Entschuldigung. Wurde gehackt. Du willst doch nicht, dass jemand deine privaten Gespräche mithört. Das kann gefährlich sein. Heutzutage muss man auch so vieles Acht geben. Man hat es wirklich nicht leicht. Nun denn, auf bald. Ich hab das Gefühl, er ist mit in der Operation. Team Star. Er hat's gehört. Er hat's gehört. Aber kann sich doch rumbewegen. Wow. Wow, genau. Guten Morgen, Michael. Welchen Kurs möchtest du besuchen? Oh Gott, klasse. Okay, Biologie. Mit Senior Gym. Okay, tap, tap, tap. Ich versuche mir mal hier alles so anzuschauen in der Akademie. Dann müssen wir ihn später überall hin. Können wir direkt jetzt alles machen. Wie geht's, wie steht's? Ich heiße Jim und werde euch in die Biologie unterrichten. Also in Biologie unterrichten. In meinem Unterricht lernt ihr mehr über eure geliebten Pokémon. Ich hoffe, dass euch durch dieses Wissen eure Pokémon noch weiter ans Herz wachsen. Heute bringe ich euch deshalb bei, wie ihr eure Pokémon besser kennenlernen könnt. Wärt ihr gerne noch enger befreundet mit euren Pokémon? Dann solltet ihr sie aus ihrem Pokémon lassen und mit ihnen spazieren gehen. Ein Spruch für eure Merkhaft. Drückt die ZR-Taste, mein Kind, und wirft den Pokéball geschwind. Es ist schon echt niedlich, wenn der Pokémon einem auf Schritt und Tritt nachläuft. Sprecht ihr mit den Pokémon, die euch folgen, reagieren sie auf euch. Vielleicht könnt ihr so auch etwas über sie erfahren. Aber Achtung, es gibt Orte, an denen man mit Pokémon lieber nicht spazieren gehen sollte. Weiß jemand, wovon ich spreche? Am Wasser? Manche Pokémon mögen kein Wasser, das ist wahr. In dem Fall könnt ihr aber ein Boot nutzen und schon ist das Problem gelöst. Die richtige Antwort ist in Gebäuden. Ich wollte sagen, aber ich dachte mir so, hä, manche Leute haben noch Pokémon in Gebäuden. Egal. Lassen wir sie drin frei rumlaufen, können einige Pokémon zum Beispiel Wände oder Möbel kaputt machen. Deswegen ist es in Gebäuden allen Pokémon verboten, ihre Pokémon zu verlassen. Ich krieg Flashbacks von einem anderen Spiel, ne, egal. Lass eure Pokémon also bitte nur draußen frei rumlaufen, okay? Manchmal sehe ich sie nämlich hier im Klassenzimmer. Jedenfalls vertiefen gemeinsame Spaziergänge auch die Freundschaft zu euren Pokémon. Und bevor ich es vergesse, denkt dran, dass ihr nur mit dem Pokémon an der Spitze eures Teams spazieren gehen könnt. Also nochmal zur Erinnerung, ZR-Taste drücken. Und wenn ihr dabei auf ein wildes Pokémon zielt, beginnt der Kampf. Das war's auch schon für heute. Ja, okay, das ist hier so die Basics, so ein bisschen, nochmal ein bisschen Tutorial, falls man es noch braucht. Machen wir die anderen beiden kurz auch nochmal. Warte mal, was? Biologie 2! Machen wir, komm, spielen wir mit Biologie durch. Machen wir direkt den Test. Direkt die Arbeit. Let's go. Wie geht's, wie steht's? Lass uns heute auch wieder was nähern.
In unserer letzten Stunde habe ich euch ZR-Taste beigebracht. Habt ihr schon ausprobiert? Bei einem gemeinsamen Spaziergang kommt der individuelle Charakter eines Pokémon erst so richtig zum Vorschein. Süß, nicht wahr? Wenn ihr noch Zeit mit eurem ganzen Team verbringen wollt, empfehle ich dafür ein Picknick. Gemeinsam den Tisch decken, Sandwiches essen und zusammen spielen. Picknicks sind ein Heidenspaß. Wie man gutes Essen zubereitet, kann euch mit Sicherheit Senior Saguaro zeigen. Wenn man ein Picknick macht, findet man außerdem ab und zu etwas in dem Korb, der neben dem Tisch steht. Und zwar etwas echt Wichtiges. Ich gebe dir einen Hinweis. Pokémon werden daraus geboren. Na, weiß man, was es ist? Ein Ei! Sehr schön, damit liegt ihr alle richtig. Ich spreche natürlich von einem Pokémon-Ei. Es ist nicht genau bekannt, wo die Eier so plötzlich herkommen. Wahrscheinlich werden sie von den Pokémon, die beim Picknick dabei sind, ganz unbemerkt in den Korb gelegt. Was? Sobald ihr ein Ei habt, müsst ihr nur damit rumlaufen, um es zu wärmen. Nach einer Weile schlüpft dann ein Pokémon raus. Leider werden Eier in Boxen nicht aufgewärmt, also nehmt sie zum Ausbrüten in euer Team auf. Oh, eine Sache noch, eine ziemlich wichtige Sache sogar. Pokémon vertrauen uns ihre Eier an, weil sie sich auf uns verlassen. Es liegt also an euch, die Fürsorge für sie zu übernehmen. Ich erwarte daher, dass ihr euch dieser Aufgabe verantwortungsbewusst stellt. Ah, da unterbricht die Klinge mein Unterricht gerade über so ein wichtiges Thema. Alle sitzen bleiben. Ihr wisst, der Lehrer beendet den Unterricht, nicht die Klingel. Gut, ich freue mich auf unsere nächste Stunde. Und wir werden trotzdem gehen. Aber habt ihr gesehen, da war das Mädchen mit dem Ioni-Rucksack. Das saß da, habe ich gesehen. Ja, ja. Gibt's nochmal Biologie? Nee. Jetzt machen wir Mathematik. Mit Senora Quendella. Okay. Hallo, freut mich, euch alle kennenzulernen. Ich bin Quendella, eure Mathematiklehrerin. Gleich zu Beginn habe ich direkt eine Frage an euch alle. Mögt ihr Zahlen und Rechenaufgaben? Nein. Ja, geht so, Haha, danke für eure ehrlichen Antworten. Es scheint, als ob sich einige von euch für Zahlen begeistern können und andere eher weniger. Aber egal, wie ihr zur Mathematik steht, mein Unterricht wird hoffentlich allen von euch Spaß machen. Ah, da fällt mir ein. Wie gut kennt ihr euch mit den Wechselwirkungen zwischen den Pokémon-Typen aus? Zum Beispiel ist Pflanze sehr effektiv gegen Wasser. Und Wasser ist wiederum sehr effektiv gegen Feuer, richtig? Da kennst du doch bestimmt gut mit Pokémon aus, Maike. Kannst du mir folgendes beantworten? Die Wasserattacke Aquaknarre ist sehr effektiv gegen Typ Feuer. Was geschieht mit dem Schaden, wenn sie einen Feuer-Pokémon trifft? Er wird verdoppelt. Genau! Dachte ich mir doch, dass diese Frage ein Klacks für dich sein würde, Maike. Attacken eines Typs, gegen den euer Gegner schwach ist, sind sehr effektiv. Das heißt, der Schaden wird verdoppelt. Im Gegensatz dazu sind Attacken eines Typs, gegen den euer Gegner stark ist, nicht sehr effektiv. Dadurch halbiert sich der Schaden. Hehe, das klingt ja fast, als würde ich den Kampfkurs unterrichten. Ich will mich natürlich nicht in Senora Amuras Unterricht einmischen, aber das kleine Beispiel mit Pokémon-Kämpfen muss einfach sein. So, so macht Mathe sogar denjenigen Spaß, denen das Fach sonst nicht liegt. Habe ich recht? Also wenn es um Pokémon geht, ja. Oh, ist das einfach schon die Schulwirke? Schade, unsere Zeit scheint schon um zu sein. Ich freue mich auf die nächste Stunde. Ja, diese Unterrichte hier sind auf jeden Fall für die Leute cool, die zum allerersten Mal Pokémon spielen, zum allerersten Mal ein RPG spielen. Da kann man was lernen. So, Mathematik 2. Und dann gab es noch einen anderen Kurs, den ich nicht gelesen habe, was es noch gab. Und da will ich noch ein bisschen umschauen, wenn das geht. Mal gucken, wie lange das alles dauert. Wie schön, euch wieder in alter Frische begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, dass wir auch heute beim Lernen viel Spaß haben werden. Und damit die Frage, geht ihr ebenfalls gerne shoppen? Es geht doch nichts über den Erwerb leckerer Backwaren und die Anprobe feiner Kleidung. Selbst ein Schaufensterbummel ist schon aufregend. Und weil ich selbst so gerne shoppen gehe, möchte ich euch in dieser Stunde die Mathematik mithilfe von Shopping-Beispielen näher bringen. Ich gehe davon aus, dass ihr alle schon mal einen Pokémon-Supermarkt besucht habt. Dort lässt sich ein wahres Sammelsurium an nützlichen Items und Pokémon finden. Zum Beispiel der Pokéball, der für 200 Pokédollar pro Stück zu haben ist. So, und damit beginnt der Denksport, meine Lieben. Mal angenommen, euch stünden 2000 Pokémon-Dollar zur Verfügung und ihr würdet damals so viele Pokébälle kaufen, wie ihr könnt. Wie viele Bälle würdet ihr bekommen? 10. Was? Frage war gemein. Mit 2000 lassen sich 10 Pokéball für jeweils 200. Das ist nicht alles. Ah, ach so. Okay, sorry, daran habe ich nicht gedacht. Klar. Beim Kampf von mindestens 10 Pokébällen einer Art erhält man als Bonus einen Premierball. Ja, das habe ich vergessen. I'm sorry. Dieser ist an seiner weißen Farbe erkennbar. Die einzig richtige Antwort ist also 11 Stück.
bist richtig dumm. So ein kleiner Bonus macht das Einkaufserlebnis doch gleich doppelt so schön, nicht wahr? Ding dong. Okay. Gibt es denn noch ein paar Quests, die man vielleicht machen kann? Ich konnte mich ja vorhin irgendwie so hintippen in der... Vielleicht geht das gleich, wenn ich die Kurse fertig habe, nochmal. Kampfkurs. Mit Senora Amura. Ja komm, lad schneller. Okay. Boah, wie sie krass auch hier aussieht. Tach, vor euch steht eure heißblütige Lehrerin des Kampfkurses. Amura ist mein Name. Ich bin 25 Jahre alt, mein Hobby ist Krafttraining und mein Lieblingstyp sollte auch klar sein, oder? Natürlich ist der muskelbepackte und starke Typ Kampf. In meinem Unterricht werdet ihr alles lernen, was ihr über Pokémon-Kämpfe wissen müsst. Wir fangen mit den Grundlagen an, damit auch alles mitbekommen. Macht euch also keine Sorgen, falls ihr den Kurs zum ersten Mal belegt. Ich werde euch wie ein starkes Hariyama durch den Kurs tragen und dafür sorgen, dass euer Kampfgeist Feuer fängt. Los geht's! Es gibt viele verschiedene Arten von Angriffsattacken, die von Pokémon eingesetzt werden können und sich in ihren Eigenschaften unterscheiden. Diese Eigenschaften umfassen unter anderem Stärke, Typ und Kategorie. Je stärker eine Attacke ist, desto krasser wird sie. Und keine Ahnung, der Schaden steigt noch weiter, wenn der Gegner gegenüber dem Typ der Attacke schwach ist. Von den Kategorien gibt es zwei an der Anzahl. Neuzugang, kannst du mir sagen, welche? Lichtattacken, Dunkelattacken. Geliebte Attacken, verhasste. Physische und Spezialattacken natürlich. Jawohl, unser Neuzugang hat das Grundwissen drauf. Man unterscheidet zwischen physischen Attacken und Spezialattacken. Bei physischen Attacken fällt der verursachte Schaden umso größer aus, je höher der Angriff eines Pokémon ist. Bei Spezialattacken wird mehr Schaden verursacht, je höher der Spezialangriff eines Pokémon ist. Dasselbe geht auch andersherum. Je höher die Verteidigung oder Spezialverteidigung eines Pokémon ist, desto weniger Schaden nimmt es durch die jeweiligen Attacken. Ich weiß, ich mache gerade Double Time lesen, aber egal. Ich fasse noch einmal zusammen. Nein, ich habe es gerade gelesen. Ich habe es gerade gelesen, nicht nochmal. Pokémon sind in der Hinsicht so viele Menschen, man sollte ihre Stärken fordern. Eigentlich wollte ich, dass wir das noch in der Praxis zu sehen bekommen, aber die Stunde ist leider schon um. Mein Kurs gibt es hier in Theorie. An der frischen Luft geht es einfach besser. So, einmal kann man hier noch machen, glaube ich, und dann ist vorbei. Oh, Unterricht dann endlich vorbei für heute. Boah. Oder schon vorbei? Nee. Ich glaube, da rechts kann ich ja mitreden mit diesem Schild, dann kann ich mich tapieren. Das kann sein. Das sah nämlich aus wie das Menü. Ein neuer Tag, ein neuer Kampf. Tag und willkommen zu meinem Kampfkurs. Na, was haltet ihr von der Schatzsuche? Aufregend, nicht wahr? Ich sehe es förmlich vor mir, wie ihr von Arena zu Arena flitzt und gemeinsam mit euren Partner-Pokémon euer großes Abenteuer bestreitet. Auf euren Reisen werdet ihr bestimmt große leuchtende Kristalle ins Auge fallen. Sie bestehen aus Terra-Kristallenergie, die bis an die Oberfläche gedrungen ist. Untersucht ihr diese Kristalle, könnt ihr zusammen mit drei Freunden oder anderen Trainern gegen ein Terra-Kristall-Pokémon kämpfen. Diese Kämpfe nennt man Terra-Raids. Doch seid gewarnt, bei Terra-Kristall-Pokémon handelt es sich um äußerst starke Kontrahenten. Manchmal verhalten sie sich anders als gewöhnliche Pokémon, deshalb dürft ihr nicht eine Sekunde lang unachtsam sein. Glücklicherweise steht Arena in Terra-Raids eine besondere Aktion zur Verfügung, das Anfeuern. Es gibt drei verschiedene Arten des Anfeuerns. Mit einem herzhaften Haut rein werden der Angriff und der Spezialangriff aller Pokémon auf der Mitstreiterseite beschleiert. Bleibt standhaft, macht das für die Verteidigung. Und unter Variante mal sehen, wer von euch die Antwort schon kennt. Ich kenne sie nicht. Was ruft man, um die KP sämtlicher Pokémon auf der Mitstreiterseite aufzufüllen? Auf die Beine? Oh, lol, so richtig. Ich wollte es schon sagen, ab ins Bett. Das ist die richtige Antwort. Mit einem aufmunternden auf die Beine füllt ihr nicht nur die KP eurer Pokémon wieder auf, sondern halt auch die Schadensveränderungen. Innerhalb eines Terra-Raids könnt ihr die Anfeuern-Funktion bis zu dreimal verwenden. Allerdings solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr das tut, denn nur durch den Einsatz des Anfeuerns kommt euer Pokémon eine Runde nicht zum Zug. Ah, okay. Ich fasse noch einmal zusammen. Ja, komm, ich hab's auch verstanden. Bing, bong. Na gut. Jetzt haben wir Schule hinter uns. Da kommt noch was. Die will noch mal reden. Achso, ich will einen Kuss wiederholen. Nerv, gar keinen Fall. So, wohin möchtest du gehen? Genau. Lehrerzimmer und dann... Ne, Klassenzimmer müssen wir nicht, weil da waren wir schon. Aber hier, das Lehrerzimmer.
Da möchte ich nochmal hingehen, bevor wir dann hier aufhören mit der Akademie. Die ganze Folge ist nur Akademie! Aber dann werden wir dafür beim nächsten Mal schön die Welt wieder erkunden können. Hier sind neue Menschen mit interessanten Designs. Nun gut, ich zähle auf dich, Champ Nebula. Vielen Dank, dass du diese Aufgabe übernimmst. Aber klar darüber, lass dir das ruhig mir. Ich freue mich schon richtig drauf. Sehr schön, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Auf Wiedersehen. Aha. Verzeihung. Hey, Maike! Wer war das denn? Kein Wunder, dass sie deine Neugier geweckt hat. Das war die Nummer 1. Sie ist echt der Wahnsinn. Ich wäre auch gern so stark und cool wie sie. Aber dabei bin ich nicht die Einzige. Jeder Pokémon-Trainer himmelt sie an. Also sie ist Nummer 1? Was meint sie damit? Starke Trainerin? Übrigens, erinnerst du dich noch daran, was ich dir vorhin im Klassenzimmer gefragt habe? Du hast doch gesagt, dass es ein Ziel sei, den Pokédex zu vervollständigen, oder? Aber hör mal, willst du nicht auch versuchen, ebenso wie ich den Champ-Rang zu erreichen? Ja, gute Idee. Echt? Das ging ja flott. Aber lass mich erstmal erklären, was es damit auf sich hat. Trainer, die den Champ-Rang wollen, trainieren ihre Pokémon, bis sie unglaublich stark sind. Sie sind echte Kampfprofis und die Attacken ihrer Pokémon fesseln jeden Zuschauer. Wenn du von der Pokémon-Liga anerkannt wirst, zeichnen sie dich mit dem Champ-Rang aus. Okay. Aber diesen Ziel zu erreichen, genügt es nicht, nur am Unterricht teilzunehmen. Du musst alle 8 Pokémon-Arenen bezwingen und dir so die jeweiligen Arena-Orden schnappen. Und dann gibt es noch eine letzte Hürde, die du überwinden musst, die Champ-Prüfung. Wenn du sie bestehst, erhältst du ganz offiziell den Champ-Rang. Dieser Titel ist eine echte Auszeichnung und der Traum eines jeden Pokémon-Trainers. Ich will jetzt hier nicht rumprallen, aber... Bei der letzten Schatzsuche habe ich den Champ-Rang erreicht. Ach ja, die Schatzsuche ist eine besondere freie Projektarbeit, die bald wieder losgeht. Schaut mal, fingen sie gleich nach der Aufnahme in die Akademie an. Mann, ist das dafür außerhalb der Akademie unterwegs. Also, man ist dafür außerhalb der Akademie unterwegs. Er lebt allerlei Abenteuer und dann ganz auf eigene Faust. Das ist ein Heidenspaß. Wo ich so drüber nachdenke. Vielleicht war ja diese Erfahrung an sich der Schatz, nachdem ich gesucht habe. Jedenfalls habe ich das Gefühl, durch dich noch stärker werden zu können, Maike. Okay, wenn du meinst. Weißt du was? Ich trage Yareen einfach schon mal in deiner Karten-App ein. Alle? Mit Reihenfolge oder kann ich einfach machen, was ich will? Nein, kann man by the way nicht. Man würde denken, weil man hier alle Arenen sieht, man jedem machen kann von Anfang an. Man kann jeden einzelnen Ort, glaube ich, betreten einfach so. Aber die Level Scaling existiert in diesem Spiel nicht. Darauf will ich hinaus. Du kannst zum Beispiel jetzt da oben gegen die kämpfen. Die sind da ein bisschen schwerer. Dass die letzteren sind, glaube ich. Aber die werden nicht auf dein Level angepasst sein. Das ist so dumm. Warum kann man gegen jeden einzelnen Arena-Leiter am Anfang kämpfen, wo man will, aber deren Level ist nicht angepasst? Wo macht das Sinn? Das muss man einem erklären. Der Weg des Champs. Unsere Hauptmission, die ich auch größtenteils verfolgen möchte. Denk mal drüber nach. Ach, muss ich ja nicht. Ich weiß ja schon, was ich vorhab. Ding, dong, ding, dong. Maike wird gebeten, sich umgehend ins Büro des Direktors zu beten. Ich wiederhole. Ding, dong, ding, dong. Aber bin ich nicht schon hier? Wo ist der nächste Kurs? Hallo. Du verschwendest tatsächlich deine kostbare Zeit, um mit mir zu plaudern? Menschen gibt's. Okay. Oh. Hallo. Oh, hallo, Maike. Hast du eine Frage zu meinem Unterricht? Ja, habe ich. Sag bloß, du kommst meinem Unterricht nicht richtig folgen. Vielleicht hilft ja diese Frage auf die Sprünge. Flug-Pokémon haben eine Schwäche gegenüber den typischen Gestein. Was passiert also mit dem Schaden einer Gesteinsattacke, die ein Flug-Pokémon trifft? Was passiert also mit einem Schaden? Mit dem Schaden einer Gesteinsattacke, dem Pokémon? Es wird verdoppelt. Achso, das ist einfach nur, um das nochmal zu wiederholen. Okay, na gut. Signora Quendella! Das ist aber jemand Energie geladen. Doch du musst warten, bis du an der Reihe bist. Ich kann mich nicht zweiteilen. Stimmt es, dass Sie mal eine Arena-Leiterin waren, Signora Quendella? Oh, und wieder stimmt. Wow, warum haben Sie aufgehört? Ich glaube, es verrate ich nur braven Schülern, die warten, bis sie an der Reihe sind.
Ja, dann warte ich, das kann ich nämlich. Entschuldigung, Unterbrechung, Michael. Okay. Du bist dann wirklich mit Signora Quendella warm geworden. Oh, das ist doch schön. Das ist doch schön, warm werden. Bei uns im Kollegium wimmelt es nur so von Unikarten. Ich muss an mir arbeiten, um auch etwas mehr herauszustechen. Hui, wie lovely von dir, Hallo zu sagen. Okay. Wohin möchtest du gehen? Zum Büro des Direktors. Mal gucken, ob das noch in die Folge passt. Hallöchen, Direktor Clavel. Da bist du ja, Maike. Danke, dass du hergekommen bist. Gefällt es dir an der Orangenakademie? Ist okay. Besser als echte Schule? Nein, Spaß. Oder? Naja. Beide haben so ihre Quirks, muss ich sagen. Also ich finde das hier nicht schlecht. Oh, das freut mich ungemein zu hören. Du fragst dich vielleicht, warum wir uns nicht vorhin in der Mensa hätten unterhalten können. Doch es gibt einen bestimmten Grund, aus dem ich dich hergebeten habe. Eine Freundin von mir hat etwas Wichtiges mit dir zu besprechen, musst du wissen. Aha. Wer denn? Oh, sie befindet sich nicht in diesem Raum. Moment, ich schalte die Verbindung her. Okay. Wer ist das denn? Jemand Neues. Hallo, Maike. Es freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Professor Antiqua. Ich erforsche die Pokémon im Inneren des Schlunds von Paldea. Oder, wie es auch genannt wird, Zone 0. Mhm. Große Schlucht. Professor Antiqua ist eine Absolventin der Akademie und eine hervorragende Forscherin. Ich komme sofort zum Punkt. Maike, Matrikel Nummer 8050393. Du zeigst ein ungewöhnliches Pokémon namens Koraidon bei dir, nicht wahr? Ja. Ich danke für deine Kooperation und Bestätigung der Aussage. Verzeihung, das hier soll kein Verhör sein. Genau genommen möchte ich dich um etwas bitten. Worum geht's denn? Oh ja! Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, was? Schön, dass es dir gut zu gehen scheint. Ja! Eins befand sich Korall in meiner Obhut, solltest du wissen. Das ist dein Pokémon. Oh, sorry, ich hab's geklaut. Ach, der Ball, den du da trägst, gehört zu mir. Du hast ihn von einem jungen Mann namens Pepper erhalten, nicht wahr? Leider bin ich derzeit nicht in der Lage, mich um dieses Pokémon zu kümmern. Dafür habe ich eine Bitte. Würdest du an meiner Stadt gut auf Koraidon achten, Maike? Okay. Ich danke dir. Im Augenblick ist Koraidon geschwächt und nicht imstande zu kämpfen. Es scheint zumindest seine Reitform annehmen zu können, die auf Fortbewegung spezialisiert ist. Aber es wird wohl eine Weile dauern, bis es all seine Kräfte wieder zurückgewinnt. Kannst du kurz dein Smart Rotom rausholen? Dann gebe ich dir noch meine Kontaktdaten. Dann wirst du von nun an regelmäßig von mir hören, damit ich mich nach dem Stand der Dinge erkundigen kann. Kein Problem. Auf bald! Ach ja, ja! Kommt dieses Problem einfach aus Zone 0? Antiqua, soll das heißen, du? Sie sprechen in Mysterien, Professor. Nein, nicht Professor, Direktor. Die Professorin hat dir eine äußerst wichtige Aufgabe anvertraut. Natürlich wird die Akademie dich dabei nach Kräften unterstützen. Ich hoffe, dass du deinen Alltag an der Akademie gemeinsam mit Koraidon genießen wirst. Sicherlich. Okay, war eine etwas längere Folge, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir haben die Professoren kennengelernt, Antiqua und Zone 0 haben wir jetzt heute öfter gehört. In der nächsten Folge schauen wir uns ein bisschen öfter um und ja, das war's. Ihr könnt jetzt gehen. Außer ihr habt kein Like da gelassen, dann müsst ihr erstmal liken. Und Sam. Ja, ganz wichtig. Ich sehe das, wenn ihr das nicht gemacht habt.